Danke. Bevor ich meinen ersten Gast begrüße, möchte ich sagen, wir spielen heute Abend mit offenen Karten. Hier, lesen Sie selbst. Ach, Sie finden die Lesebrille nicht? Gut, lese ich Ihnen vor. Mein Thema heute, wenn das Hobby zur Sucht wird. Oder ja, ich schlafe mit meiner Modelleisenbahn. Mein erster Gast sammelt seit 31 Jahren Comichefte. Und dieses Hobby ist leider nicht ganz spurlos an ihm vorübergegangen. Begrüßen Sie mit mir Olaf Borgel alias Batman! Hier ist Olaf Borgel alias Batman! Was ist denn da los? Hallo, Olaf? Batman? Batman! Ja, Olaf! Kommen Sie! Das war ein spektakulärer Auftritt, wirklich! Grüß Gott! Batman, wie fühlen Sie sich? Ja, von Fall zu Fall verschieden. Ja. Tag, Freunde. Sie haben sicher bemerkt, Olaf hat ein Problem. Wer hat ein Problem? Wo ist der Olaf? Ja, ich kann helfen, ich bin Batman. Jetzt bleiben Sie mal ruhig, Batman. Wir werden den schon finden. Deshalb sind Sie ja auch hier. Ja, genau, deshalb bin ich eigentlich. Ich habe mich schon gewundert, warum. Ja, ja, gut. Batman, Olaf, tasten wir uns mal ganz vorsichtig ran. Ich möchte Ihnen zuerst eine Frage stellen. Ich weiß, das ist ein bisschen intim, aber wir stellen uns die Frage schon seit Jahren. Bekommt man in den gelben Gummistiefeln eigentlich Schweißfüße? Nein, Herr Kaiser, nein, nein. Nur in den roten. Ah, das, sehr schön. Das ist eine beruhigende Nachricht für alle Hobbygärtner und Angler. Gut, Olaf, oder besser Batman, Sie kämpfen Nacht für Nacht allein gegen das Verbrechen. Nein, nein, Herr Kaiser, wissen Sie, bei uns in Gotham, gell? Das ist auf der Schwäbischen Alb, muss man dazu sagen. Genau, richtig. Also da ist quasi gar nichts los, da gibt es kein Verbrechen. Ja. Sehen Sie, in den 32 Jahren, wo ich da schon wohne, gell, da wurde zum Beispiel nicht ein einziges Mal eine Bank ausgeraubt. Ah, woran liegt das? Ja, wir haben gar keine Bank. Erschütternd. Ja, sehen Sie, das sage ich auch, das ist erschütternd. Und Sie müssen sich mal vorstellen, Gotham hat 180 Einwohner, aber keinen einzigen Gangster. Da gibt es kein Verbrechen. Also, Herr Kaiser, können Sie sich vorstellen, wie man sich da als Gangsterjäger fühlt? Nein. Ja, einsam und verlassen. Ja. Haben Sie eigentlich schon mal daran gedacht, dass das daran liegen könnte, dass Sie gar nicht Batman sind, Olaf? Batman. Herr Kaiser, das sieht man doch, dass ich der Batman bin, oder? Ja, ja. Trage ich mit das weltberühmte Batcape. Ja, ja. Und die berühmte Bettmaske? Ja. Ja, und meine weltberühmten Betthandschuhe? Ja, 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 ja. Sie betten sich auch sicher in einem 2 Meter großen Wasserbett. Ich habe erst noch ein Nachtgebet. Ich bin, weiß ich auch nicht, betroffen. Meine Damen und Herren, wir haben hier und live in der TV-Kaiser-Show den echten Batman. Das ist eine Sensation. Oha, da meldet sich schon unser nächster Gast selbst zu Wort. Und sie ist die Schwester von Olaf Borgel. Hier ist Monika Borgel. Wir wollen Sie nicht warten lassen. Herzlich willkommen. Also, Herr Kaiser, ich kann es nicht fassen. Jetzt glauben Sie meinem Bruder auch noch. Monika, beruhigen Sie sich erstmal. Nehmen Sie bitte Platz, ja? Mensch. Monika, warum soll ich denn Batman glauben? Er hat sich doch bewiesen, dass er Batman ist. Also warum soll ich glauben, dass es Ihr Bruder ist? Er hat Bat-Handschuhe, Bat-Cape, Bat-Maske, alles. Wasserbett? Wasserbett? Alles original. Also, Herr Kaiser, das mit dem Batman, das ist doch ein Hirngespinst. Das ist mein Bruder Olaf. Sie behaupten also, dieser Mann ist Ihr Bruder Olaf. Warum sieht er dann aus wie Batman? Weil er mit seinem Hirn in den Comics hängen geblieben ist. So. Ja, braucht er jetzt Hilfe oder was? Ja, der Olaf braucht Hilfe, richtig. Ja, dann soll er doch herkommen. Aber er sitzt doch schon da. Batman, was sagen Sie denn dazu? Also, Herr Kaiser, diese Frau braucht Hilfe. Ja, die verwechselt die Menschen andauernd. Also, sie ist einfach diejenige, die Hilfe braucht, nicht ich. Okay, wir werden allen helfen. Nicht wahr, Dr. Walter? Nun, das kann man nicht verallgemeinern. Aber bevor ich diesen Fall abschließend verurteile... Moment, wir wollen keine Vorurteile. Wir müssen ja erstmal ein bisschen recherchieren. Monika, wie hat denn das angefangen, Ihrer Meinung nach?
Woran liegt das? Also schuld sind sicher unsere Eltern. So, jetzt Dr. Walter. Das kann man nicht verallgemeinern. Moment, aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Ach so, na gut. Ja, gut. Ach so. Also, unsere Eltern haben den Olaf als kleines Kind immer auf dem Dachboden eingesperrt. Da hat er dann angefangen, sich mit den Fledermäusen anzufreunden. Du brauchst gar nicht mehr im Kopf zu schütteln, genauso war's. Dann hast du angefangen, diese blöden Comic-Heftchen zu sammeln und seither kannst du die Realität nicht von deiner Comicwelt trennen. Mhm. So, und jetzt weiter, Herr Doktor. Das kann man zwar nicht verallgemeinern, aber jetzt will ich nicht mehr. Oh, oh, oh. Monika, das bedeutet nichts Gutes, wenn man sich das mit dem Doktor verscherzt. Das sage ich, Herr Kaiser, die Frau braucht Hilfe. Ja. Quatsch, du brauchst Hilfe und sie auch. Nö, ich habe meine Karten, da stehen alle Fragen drauf. Also, Herr Kaiser, Sie machen mich schier rasend. In welchem Film bin ich denn hier? Nochmal, das hier ist mein Bruder Olaf, den seine blöden Comic-Heftchen verrückt gemacht haben. Ja. Und so sieht die Wirklichkeit aus. Schlussende, basta. Batman, wie sieht denn Ihre Wirklichkeit aus? Ja, die Wirklichkeit sieht ganz anders aus, Herr Kaiser. Ja, richtig. Sie haben ja auch ein großes Problem. Ja, das glaube ich auch. Also, ich finde... Ja, Moment, Moment. Wir haben Ihnen zugehört. Jetzt müssen Sie auch mal Batman zuhören, nicht? Das wollen wir auch mal hören. Bitte Batman. Sehen Sie, Herr Kaiser, wie ich ja schon gesagt habe, bei uns in Gotham, da ist ja nichts los. Kein Verbrechen, kein Gangster. Sehen Sie, da wird abends um 9 Uhr wird der Bürgersteig hochgefahren. Geklappt heißt das ja, ne? Nein, Herr Kaiser, gefahren. Wir sind zwar von der Alp, gell? Aber wir sind ja nicht blöd. Also, bei uns geht es ja alles elektrisch. Auf Knopfdruck? Also da muss man an so einem Seil ziehen, gell? Und wie soll ich das jetzt erklären? Das ist ja elektrisch halt. So was ist mein Bruder. Ruhe. So, Batman, die Bürgersteige sind oben, dann ist tote Hose, ja? Genau. Obwohl, also vor kurzem, da war was los bei uns, ja. Kirmes. Nein, passen Sie auf. Also ich mache wie immer nachts meinen Rundgang quer durchs Dorf. Wie lange brauchen Sie ungefähr? Ja, zu Fuß 1,5 Minuten. Also, auf jeden Fall sehe ich da ein helles, gleißendes Licht auf mich zukommen. Ein Engel ist Ihnen erschienen. Nein. Also, ich sehe dieses helle, gleißende Licht und ich sage zu mir, oh, ein Licht. Ja, und dann? Ja, dann sage ich, ein Licht? Das kenne ich nicht. Ich verstecke mich im Gebüsch und es kommt immer näher, immer gleißender, immer heller. Und zack, springe ich da davor. Was war's? Ja, ich weiß auch nicht. Es hat mich bewusstlos geschlagen. Ich glaube, das muss ein Stempel gewesen sein. Stempel? Ja, weil seitdem habe ich da so einen Abdruck auf meinem Bauch. Was denn für ein Abdruck? Ja, so ein Stern mit so einem Kreis drumherum. Erschütternd. Mercedes mal wieder. Naja, gut, ein Teufelskreis, ein Superheld irrt durch die Heimatstadt auf der Suche nach Menschen in Not. Aber es gibt keine. Was ist zu tun? Haben Sie einen Rat, Dr. Walter, unser Experte im Studio? Ja, vielen Dank. Ich denke, da wird uns ein anschaulicher Vergleich aus der Tierwelt weiterhelfen. Nehmen wir einmal an, diese beiden Schafe hier haben miteinander Verkehr. Ja. Was machen Sie danach? Sie werden hungrig und fressen Ihr Lieblingsgras. Oder Sie haben eben noch einmal Verkehr. Aha. Sie meinen also, Batman sollte Schäfer werden? Nein. Was ich sagen will, Batman, was würden Sie als Schaf nach einem Akt machen? Ja, ich würde eine rauchen. Aha. Und wenn Sie kein Gras hätten, würden Sie welches besorgen, richtig? Ja, natürlich. Sehen Sie? Aha. Also kurz gesagt, Sie meinen, Batman sollte dahin gehen, wo das Verbrechen passiert. Genau. Berlin, München, Bonn. Batman. Ja, Herr Kaiser, in Berlin, das sind doch diese hohen Hochhäuser. Ihr habt doch Höhenangst. München. Ja, aber in München ist doch schon der Derrick. Dann bleibt nur noch Bonn. Ja, aber ich denke, Bonn zieht nach Berlin. Oh, ein Teufelskreis. Herr Kaiser, Dr. Ja. Walter, nun werden Sie doch bitte vernünftig. Der Olaf hier, der braucht doch Hilfe. Helfen Sie ihm. Ja, Sie haben ja recht, Monika. Na, endlich. Ja. So, liebe Talkfreunde, fassen wir mal kurz zusammen. Monika sucht Hilfe für ihren Bruder Olaf. Aber der sitzt, neben ihr sitzt ja Batman. Und Batman hat nichts zu helfen, weil es gibt keine Menschen in Not. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Talkfreunde. Rufen Sie an unter unserer Aktionsnummer Helft Batman helfen. Batman braucht Verbrechen in Gotham und Umgebung. Bitte schreiben Sie an die unten eingeblendete Rufnummer. Nein! TV, die Frau hat recht. Ja. Danke.
Ja, die Talkfreunde sollen nicht schreiben, sie sollen besser anrufen. Oh nein! Liebe Talkfreunde, rufen Sie an unter der unten eingeblendeten Adresse. Herr Kaiser, bitte. Mein Bruder ist verrückt, er braucht Hilfe. Helfen Sie ihm doch. Olaf, du kannst nicht dein ganzes Leben lang in diesen Unterhosen rumrennen. Ach, Herr Kaiser, die Frau ist doch wahnsinnig. Schauen Sie mal, wenn ich ohne Unterhose rumlaufe, da hole ich mir doch eine Blasentzündung. Ja. Und dann wird Batman zum Batnesser, nicht gut? Monika. Monika, glauben Sie mir, ich kann Sie gut verstehen, dass Sie so traurig sind. Und wir kommen auch gleich nochmal auf Ihr Problem zurück. Doch vielleicht kann Sie auch mein nächster Gast etwas aufheitern. Auch er hat ein besonders lustiges Hobby, was leider zur Sucht geworden ist. Hier kommt Jürgen Klein. Hallo, ich bin der Jürgen, ja? Apropos Jürgen, alle Kinder essen Big Macs, nur nicht Jürgen, der muss würgen. Ist der Jürgen, wa? Nee. Ja, Talkfreunde, Sie haben Jürgens Hobby richtig erkannt. Es ist Witze erzählen. Kommen Sie, Jürgen, nehmen Sie Platz. Ja. Apropos kommen, ja? Ja. Kommt ein Mann zur Theaterkasse und sagt, ich hätte gern 2 Karten für heute Abend. Sagt die Frau, für Tristan und Isolde? Sagt der, nee, für mich und meine Frau. Ist der Jürgen, wa? Hat Jürgen noch mehr schlechte Witze auf Lager? Wer von meinen Gästen braucht die meiste Hilfe? Jürgen oder etwa Monika, weil sie ihren Bruder Olaf nicht findet? Oder Batman, damit er helfen kann? Wir werden es erleben. Sie werden zum ersten Mal von ihren Mitmenschen beachtet? Zum ersten Mal kümmert sich jemand um sie? Zum ersten Mal werden sie auf Händen getragen? Hilfe, ich wurde vom Laster überfahren. Ein neues Thema bei TV Kaiser. Reden Sie mit 0221 956 4780. Die Kaiserline. Ja, Talkfreunde. Da sind wir wieder mit dem Thema, wenn das Hobby zur Sucht wird. Betroffene reden offen über ihre Probleme. Jürgen, machen wir gleich weiter mit Ihnen. Ihr Hobby, Witze zu erzählen, scheint ja nun zu einer Wüstensucht geworden zu sein. Wie fing das an? Also apropos Wüste, was macht man, wenn man in der Wüste eine Schlange sieht? Ja. Na, vordrängeln. So, jetzt aber Schluss mit lustig hier, ja? Genau, jetzt ist Schluss mit lustig. Wir sind hier nicht im Bierzelt, Jürgen. Wir sind hier in einer Talkshow und da redet man über Probleme. Wie fing es an mit der Sucht? Ja, das war damals in der Schule, also im Biologieunterricht, da fragt mich der Lehrer doch, woher die Kinder kommen. Ja, und? Ja, meine Güte, das konnte ich damals auch natürlich noch nicht wissen. Und Sie bekamen eine 6. Nee, 6 hatte ich erst viel später. Ich habe mit einer Gegenfrage gekontert. Hä? Aha. Und zwar habe ich gefragt, was fliegt durch die Luft und macht Aha? Ja, keine Ahnung. Ein mit Sprachfehler. Ein Teufelskreis. Mit dem Spiel- und Laufwagen von Fischer-Preis kann Ihr Kind... Dr. Walter. Nun, ich glaube, wir liegen sicherlich richtig, wenn wir auch in diesem Fall in der Kindheit nachforschen. Ah. Sind Sie auch immer auf dem Dachboden eingesperrt worden? Ich? Nö. Aber apropos Dachboden, ja? Hängt ein Fledermausbärchen unterm Dach. Sagt die Fledermausfrau, ach, ihr Männer, ihr habt's gut. Sagt das Fledermausmännchen, wieso denn das? Na, euch hängen beim Schlafen nicht immer die Möpse vor den Augen. Also bitte, Jürgen, ja? Bitte, bitte. So, Dr. Walter, fahren Sie fort. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Wir waren ja bei Jürgen und dessen Problem, das in der Kindheit entspringt. Ja. Oftmals erzählen Kinder, die von anderen Kindern nicht beachtet werden, Witze, um deren Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, aber Moment, da muss man doch keine Witze dazu erzählen. Ach nein? Also bei mir haben die Mitschüler schon gelacht, wenn ich dreimal vom Reck gefallen bin. Ah, ja. Ja, gut. Weiter mit Jürgen. Gut. In seinem Fall, denke ich, kann man von Vererbung ausgehen. Die Erbanlagen eines Großvaters mit so einem Bart wurden mit seiner albernen Mutter gekreuzt. Ah ja. Also das verstehe ich jetzt nicht, aber apropos Kreuzen. Was kommt dabei raus, wenn man ein Schaf mit einem Tintenfisch kreuzt? Hm? Dr. Walter. Ein blauer Wollpullover mit 8 Ärmeln. Woher wisst ihr denn das? Erfahrung. Ja, das ist sicher alles sehr schön, ein tolles Hobby, Jürgen. Was sagt denn Ihre Familie dazu? Ja, meine Kinder sind ausgezogen, meine Frau ist ins Kloster gegangen. Ein Teufelskreis. Und die Arbeitskollegen? Ich bin arbeitslos, fristlos gekündigt, nicht nur, weil ich ein paar Witze erzählt habe. Das muss man sich mal vorstellen.
Der Jürgen war immer pünktlich, nie krank und nur weil er seinem Hobby nachgegangen ist, setzt ihn der Arbeitgeber vor die Tür. Ja, wo leben wir denn? Was ist denn das für eine Gesellschaft? Was sind das für Menschen? Sie haben einen Witz erzählt und sind aus dem Job geflogen. Was haben Sie denn gearbeitet? Na, ich war Grabredner. Oh, 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 oh. Ja, ein Teufelskreis, Jürgen. Sie sind ein Opfer dieser Gesellschaft, die wirklich immer unmenschlicher und kälter wird. Ja, Opfer? Wo ist ein Opfer? Ich bin Batman, ich kann helfen. Ach, Olaf, jetzt halt mal die Luft an. Herr Kaiser, jetzt sehen Sie es doch selbst. Der ist doch fernab jeglicher Realität. Der hat doch Flocken in der Birne. Apropos Flocken, ja. Heute früh war das so kalt, ja, dass ein Schneemann bei mir geklingelt hat und wollte einen heißen Kakao. Jürgen, sind Sie still, ja? Andererseits war es im Sommer so trocken, dass die Bäume den Hunden hinterhergerannt sind. Kaiser, das ist doch ein Verbrechen, ist das doch. Das mit den Bäumen, finden Sie, ja? Nein, diese Witze, diese uralten Witze, das ist ein Verbrechen. Also ich mach den Typ dingfest. Sind alte Witze wirklich ein Verbrechen? Macht Batman Jürgens Ding wirklich fest? Was ist mit Monika? Wird sie ihren Olaf noch retten? Wir werden es erleben, ja? Sie haben ein Haus, ein Boot, Pferde und sogar Pferdepflegerinnen? Dann haben Sie sicher auch einen guten Anlageberater. Die größten Angeber Deutschlands, demnächst bei TV Kaiser. Prahlen Sie jetzt unter 0221 956 4780. Die Kaiserline. Strixi, das läuft ja heute, wie es die Katzen machen, du. Ich frage, sie antworten, ich frage. Und der Kratz beißt, schlägt, heult. Du sag mal, das ist eine Talkshow und nicht Stuttgart gegen Bayern. Kaiser, das hier sollte die spannendste Talkshow im deutschen Fernsehen sein. Bis jetzt ist das eine Butterfahrt. Mhm. Hey, tu was, provozier sie. Hey, ich könnte doch da was singen. Das reicht noch nicht, Mommsen. Außerdem wird die Butter ranzig von der Fahrt. Was soll ich denn machen? Ich kann sie doch nicht beleidigen. Den brauchst du auch nicht. Pass auf, nimm mal die Monika. Nehmen. Die soll ich nehmen? Steht nicht im Vertrag. Schade, was? Nee, guck sie dir mal ganz genau an. Pass auf, wenn du so tust, als ob Batman wirklich Batman wäre. Mensch, Trixi, hast du überhaupt aufgepasst in der Show? Was mache ich denn die ganze Zeit? Du tust so, als ob Batman Batman wäre. Das ist ja ganz okay, aber noch nicht genug. Die Monika glaubt immer noch, dass du es nicht ernst meinst. Mensch, Kaiser, gib dir mal ein bisschen Mühe, Viele Mühe machen Kuh. Ein Kuh macht Mühe, Mann. Was rätst du da für Blödsinn? Och, nichts. Ich übe nur schon mal gerade, wie ich der Presse erkläre, dass ich einen dicken Schwaben für Batman halte. Überlass das ruhig mir, ja? Und jetzt geh da raus und torkel. Die Leute müssen alle denken, dass Batman Batman ist. Dann dreht Monika durch und wir haben endlich Musik drin. Ja. Gut, was soll ich singen? Nichts. Nichts? Ach, nichts? Nee. Ich sing jetzt nichts, nicht sing ich jetzt. Jetzt sing ich nicht über. Hallo! Hallo, Talkfreunde! Da sind wir wieder mit dem Thema, wenn das Hobby zur Sucht wird oder ja, ich schlafe mit meiner Modelleisenbahn. Bevor ich jetzt den nächsten Hobbyabhängigen begrüße, möchte ich noch einmal auf die Geschwister Batman kommen. Borgel, wir heißen Borgel. Jetzt werden sie doch nicht aggressiv. Also, sie heißen Monika, er heißt Batman, okay? Mein Bruder heißt Olaf. Mensch, ich kann Batman doch nicht mit dem Vornamen anreden. Also, so lange kennen wir uns ja auch noch nicht, Batman, ne? Trotzdem heißt er Olaf. Er hat als Kind einfach zu viele Comic-Heftchen gesammelt. Dann ist er verrückt geworden, hat angefangen, sich zu verkleiden. Und ich dachte nun wirklich, Herr Kaiser, dass Sie und der Herr Dr. Walter als Psychologe ihn zur Vernunft bringen und ihn heilen. Deshalb sind wir doch in die Sendung gekommen. Also, Herr Kaiser, bitte helfen Sie dieser Frau. Bitte, bitte. Ja, oh Gott, was soll ich denn machen? Ja, ich als einfacher Moderator, ich höre das so oft. TV Kaiser, bitte helfen Sie mir. Was ich machen kann, das ist Probleme aufzeigen in einer Sendung, vielleicht diskutieren, vielleicht schaffe ich es auch, eine Familie dazu zu bringen, gemeinsam fernzusehen, aber helfen. Also so blöd kann doch keiner sein. Gut, ich nehme das jetzt mal nicht persönlich. Außerdem müssen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass Batman zu tun kriegt, nicht? Und dafür sind Sie zuständig, liebe Talkfreunde, mit der Aktion Helfen Sie Batman helfen. Und da sehe ich, glaube ich, wir haben den ersten Anrufer in der Leitung. Hallo, hier ist TV Kaiser. Ja, mein Name ist Superman. Superman! Batman! Ich glaube,
Super. Ich glaube, Sie wären ein tolles Team zusammen. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Mit Batman gemeinsam Verbrecher jagen. Also, Herr Kaiser, das könntet Sie vergessen, wirklich. Wieso? Das weiß doch jedes Kind, dass es den Superman gar nicht gibt. Oh. Ja, ja, da haben Sie ja auch wieder recht, ne? Ja, schade. Schade. Ja. Gut. Monika, wenn Batman Ihr Bruder Olaf ist, dann muss ich sagen, ist er ja gar nicht so verrückt, nicht? Das hat er gerade richtig erkannt. Oh, jetzt unterstützen Sie ihn doch noch, auch nicht noch. Ja, was denn? Sie haben doch eben gesagt, ich soll was für Ihren Bruder tun. Es wäre doch toll, wenn der große Batman in dieser kleinen Sendung was Gutes zu tun bekommt. Danke, Herr Kaiser. Danke. Bitte. Aber bitte, bitte helfen Sie dieser armen Frau. Ja, ja. Apropos Frau, ja. Was kommt dabei raus, wenn man eine Striptease-Tänzerin mit einer Kartoffel kreuzt? Ne? Na, eine Kartoffel, die sich selbst schält. Also, Jürgen. Jürgen, jetzt denken Sie mal scharf nach, was Sie mit Ihrem Witz erzählen anrichten. Sie haben Ihren Job verloren und Ihre Familie. Ja, und mir einen Goldfisch. Wieso das denn? Ja, ich habe ihm kein frisches Wasser mehr gegeben. Warum? Na, er hatte das alte doch noch nicht ausgetrunken. Ja, da sehen Sie, was aus einem einfachen Hobby werden kann, nicht? Aber das ist noch nicht alles, Talkfreunde. Ich begrüße jetzt ein Paar, das kurz vor der Scheidung steht. Und zwar, weil sie mit seinem Hobby nun gar nichts anfangen kann, begrüßen Sie mit mir Patricia und Chris Wagner. Hallo. Hallo, ich bin die Patricia Wagner. Und wenn mein Mann heute nicht sein Hobby aufgibt, dann lasse ich mich scheiden. Ja. Patricia. Patricia, das klingt ja wild entschlossen, nicht? Was für ein Hobby hat Ihr Mann denn? Na, das sieht man doch wohl. Das Rindvieh hat den ganzen lieben Tag nichts anderes zu tun, als blöde, verwackelte und todlangweilige Home-Videos zu drehen. Stimmt das, Chris? Herr Kaiser, ich sag nur Boeing 767, Absturz in den Gomorren. Ja. Ja, das war schrecklich und geschmacklos, was sich diese Hobbyfilmerin da geleistet hat. Sowas darf man nicht ans Fernsehen verkaufen. Ja, genau. Sowas von schlecht gefilmt. Also, wenn ich das mit meiner High 8 gemacht hätte, dann wäre es wenigstens richtig scharf gewesen. Du bist so geschmacklos und sexistisch. Ja, ruhig. Ich hab ja nichts gegen Frauen. Aber die haben halt nichts hinter einer Kamera zu suchen. Da kann ein Mann nur seinen Mann allein stehen. Chris. Sie leben doch aber in einer Beziehung. Und der Sinn einer Beziehung ist ja... Ja, Dr. Walter, was ist der Sinn einer Beziehung? Nun, das kann man nicht verallgemeinern. Aber im Allgemeinen ist der Sinn einer Beziehung, dass Mann und Frau Dinge gemeinsam tun. Aha, Sie meinen also, er wechselt die Winterreifen und sie schaut ihm dabei zu. Nein, nein, nein. Ich meine wilden, hemmungslosen... Sie wissen schon. Patricia, was ist? Herr Kaiser, ja. Der weiß doch gar nicht mehr, was das ist, Sex. Der kennt doch nur noch High 8. Und seit er diese neue Kamera hat, ja, da läuft bei uns im Bett gar nichts mehr. Apropos Sex, ja, kommt eine Frau beim Arzt, ja? Jürgen, Sie reden jetzt nur noch, wenn Sie gefragt werden, ja, okay? Okay, apropos Fragen, kommt Hans Meiser zum Frauenarzt? Regie, sperren Sie ihm das Mikro und nur noch aufmachen, wenn er dran ist, ja? Apropos Mikro. Ja, so gefällt mir das. Patricia, wir waren bei Ihrem Sexleben stehen geblieben und Sie sagten, da läuft gar nichts mehr. Ist es wirklich so schlimm, Chris? Ach, Quatsch. Das kann ich sogar beweisen. Ja. Den monatlichen Beischlaf habe ich aufgenommen und archiviert. Aha. 10 Jahre komplett. So. Auf einer 10-Minuten-Kassette. Oh, 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 oh. Ich glaube, dieses Paar braucht wirklich Hilfe. Ja, genau, Hilfe. Batman hilft jedem, wirklich. Also, Herr Kaiser, das ist doch... Der ist doch krank. Du bist doch kein Superheld. Das ist ein durchgeknallter Comic-Freak. Ja, jetzt mal ruhig, Monika. Möchten Sie einen Bonbon? Nee. Ja. Ich sehe gerade, wir haben den nächsten Anrufer in der Leitung. Monika, sehen Sie, es gibt noch ganz normale Menschen, die Batman helfen wollen, nicht? Hallo, hier ist TV Kaiser. Herr Kaiser, der braucht Hilfe, der Mann. Der ist krank. Nee, nein. Wer spricht denn da? Mach dich nackig. TV Kaiser, die Talkshow, wo voll gut ist. Talkshow? Ja. Kaiser? Ja. Was ist denn Ihr Thema? Wenn das Hobby zur Sucht wird. Ui, Sucht? Ja. Das ist ja witzig. Wissen Sie, wie hoch meine Telefonrechnung ist? Jeden Tag 0,190 und so. Und vom Teppichbodenreiniger mal ganz zu schweigen. Tschüss.
Ja, tschüss, kann man nichts machen, das ist live. Ne? Gut, kommen wir zurück zu Patricia und Chris. Wie lange geht denn das schon mit Chris Videosucht? War das schon immer so? Mein Chris, ja, der war früher ganz anders. Ja. Ja, der Olaf auch, aber das ist schon lange her. Aber bei uns noch nicht. Patricia, erzählen Sie mal. Ja, der Chris, der war früher charmant, zuvorkommend, sensibel. Ich war das Wichtigste in seinem Leben. Ja, aber das bist du doch immer noch. Jeden Abend filme ich immer nur dich. Ich habe mir sogar extra eine neue 4000 Watt Lampe gekauft, weil es im Wohnzimmer immer so dunkel ist. 4000 Watt? Ja. Oh, das ist aber eine ganze Menge. Tja, was glauben Sie, warum die Patty so braun ist? Das ist aber auch der einzige Vorteil von diesem Schrecklichen, von dieser Sucht. Meine Nerven sind am Ende. Ja, öffnen Sie sich, Patricia. Ja, danke. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich machen will. Ich bin total fertig, verrückt. Dann soll er doch seine Kamera heiraten, aber Schluss. Ja. Erschütternd. Talkfreunde, ich hoffe, Sie haben Ihren Videorekorder am Laufen, weil das muss man einfach auf Band haben. So. Gut. Wie ist Ihr Mann denn überhaupt zur Videokamera gekommen? Es war ein Weihnachtsgeschenk. Ein Teufelskreis. Wie kann man nur so ein charakterloses, hässliches Geschenk schenken? Wer schenkt denn sowas? Ich, das ist es ja. Ich bin an allem schuld, ich Volldepp. Volldepp, gut, dass Sie das sagen. Brauche ich das nicht machen. Dr. Walter, was hätten Sie denn gern zu Weihnachten? Nun, oftmals freut sich der Mann über Selbstgebasteltes. Selbstgebasteltes? Von wem? Ja, Daimler-Benz, IBM, Bertolt. Aha! Also, kurz gesagt, Rennen, Rechnen, Rasen, alles Dinge, mit denen eine Frau einem Mann eine Freude machen kann. Das reimt sich sogar. Gut. So, und Sie schenken da so eine blöde Videokamera, also. Ja, ich weiß, ich bin an allem schuld. Ja. Aber trotzdem, wenn der Chris jetzt nicht endlich mal ein bisschen Geld versinkt mit seiner Filmerei da, ja, dann lasse ich mich scheiden. Dann ist Schluss. Hm. Ja, Moment mal, die Kamera hat uns schon was eingebracht. 300 Mark, Wahnsinn. Oh, 300 Mark. Wie kam das? Ja, ich war dreimal Wettbewerbsbeitrag 2 bei Pleiten, Pech und Pannen. Oh, das ist ja interessant. Also, das würde ich zu gern mal sehen. Das hab ich mir gedacht, Hillmann. Wir haben den Film vorliegen. Ja, dann schauen wir doch mal rein, ja? Kommentieren Sie ein bisschen. Das war an Pettys 27. Geburtstag. Sehen Sie, wie ich das ausgeleuchtet habe? Jetzt pustet sie gerade die Kerzen aus. Und jetzt komm ich! Ist das nicht geil? Und der Max Schautzer, der hat gelacht, hat der. Damit sind wir dann lustigster Videofilm der Woche geworden. Klasse, ne? Nein, Chris, überhaupt nicht. Ich wollte die Torte eigentlich ganz normal mit einer Gabel essen. Ja, Chris, ich glaube, Sie sollten besser Jürgens Witze verfilmen, was? Jürgen, haben Sie noch einen auf Lager für Chris? Komm, einen haben wir noch. Einmal, oder? Ja. Ja, okay, also kommt ein Arzt zum Bäcker, ja? Ja. Sagt der Franzose zu dem Russen, was macht eigentlich der Frosch auf der Tor? Nee. Also massieren sich zwei Schwarze, sagt der eine, was heißt eigentlich FDP? Nee. Also im Augenblick fällt mir keiner ein. Gut, ich helfe Ihnen. Sie sind ja als Grabredner damals rausgeflogen, weil Sie einen Witz erzählt haben. Welcher war das? Den wollen wir jetzt hören. Das war eigentlich ganz harmlos, ja? Kommt der Witwer nach der Beerdigung zu mir und sagt, meine arme Frau, ja, war so jung, so schön, so blond, sag ich, apropos blond, ja. Wissen Sie, warum Blondinen immer in dreieckigen Särgen begraben werden? Ja, kaum machen die Augen zu, machen sie auch die Beine breit. Oh, Jürgen, das war jetzt, also Thema hin oder her, das kann ich nicht durchgehen lassen. Das war sexistisch, frauenfeindlich und witzig, raus. Ja, apropos raus. Bomsen! Ja. Für den mal ab, bitte. Mann raus, ja. Pass auf, du zahlst und gehst, ist das klar. Wissen Sie eigentlich, warum Ostfriesen immer eine leere Flasche im Kühlschrank haben? Könnte ja sein, dass mal einer kommt, der nichts trinken will. Dr. Walter, sehen Sie überhaupt für den witzsüchtigen Jürgen eine Chance, jemals wieder normal zu werden? Nun, die Geschichte kennt leider viele Beispiele, bei denen die Rückführung solche lustiger Menschen in die normale Gesellschaft misslungen ist. Das heißt? Ausgestoßen von dieser Gesellschaft verenden Sie an abgelegenen Stammtischen, in Karnevalssitzungen oder als Moderator von Verstehen Sie Spaß. Ah. Kaiser, wir haben einen Anrufer, er will Batman helfen. Batman, der Superheld, den ich schon fast vergessen habe. Ja, von dem seine Schwester behauptet, er sei wahnsinnig. Herr Kaiser, das darf doch nicht wahr sein. Hier sind doch nur Irre und Sie sind der Größte. Ja.
Kaiser. Herr Kaiser, wir sollten uns mal um diesen Anrufer jetzt kümmern. Stimmt, Sie haben recht, genau. Ja, hallo, wer ist in deiner Leitung? Hier ist TV Kaiser. Batman, Batman, du musst uns helfen. Der Martin ist total verknallt in die Julia aus der 6B. Ja, und wie, mein kleiner Talkfreund, soll denn der Batman helfen? Martin hat einen Brief geschrieben, Batman. Den musst du der Julia bringen. Und die muss ankreuzen, ob sie ihn auch lieb hat. Bitte, Batman. Ja, natürlich helfe ich dir, mein Junge. Danke, Batman, danke. Wo willst du denn hin? Ja, helfen natürlich. Helfen? Hättest du dir vielleicht mal die Adresse notiert, was? Herr Kaiser, ich halte es nicht mehr aus. Toilette ist da durch die blaue Tür, zweite links. Herr Kaiser, ich meinte doch nur, Sie waren meine letzte Hoffnung, wo Sie doch schon so vielen Menschen geholfen haben. Schauen Sie sich den armen Tropf doch an. 25 Jahre, Herr Kaiser, 25 Jahre, das hält doch kein Mensch aus. 25 Jahre. Hält das ein Mensch aus, Dr. Walter? Nun, das kann man nicht verallgemeinern. Aber es kommt natürlich sehr darauf an, was in diesen 25 Jahren passiert ist. Aha, also kurz gesagt, was ist in den 25 Jahren passiert? Das kann ich Ihnen jetzt so gar nicht erzählen. Also Monika, schauen Sie mal, wir sind doch unter uns, so ganz intim. Vertrauen Sie sich uns an. Ein bisschen ruhig sein, ja. Also, wenn ich es nicht unseren Eltern auf dem Sterbebett versprochen hätte, dass ich mich um ihn kümmere. Um wen? Ja, um dich, du Hohlkopf! Herr Kaiser, wissen Sie eigentlich, wie oft ich ihn vom Dachboden geholt habe, weil er sich mit seinen Füßen im Gebälk eingeklemmt hatte? Ach, das stimmt doch gar nicht. Und Sie können sich auch sicher nicht vorstellen, wie unsere Wohnung um diese Jahreszeit aussieht, wenn er von seiner Streife kommt. Ach, verstehe, die ganzen Fußabdrücke da auf dem schmutzigen Teppich. Oder? Nein, auf der Fensterscheibe. Und Schweißfüße hat er ja auch. Hab ich gar nicht. Hast du doch, und ich kann nicht mehr. Monika, das klingt jetzt wirklich sehr erschütternd, glauben Sie mir. Und ich muss auch erschütternd sagen, dass ich mir ein ganz schlechtes Gewissen mache. Danke. Ja, nicht zu danken. Ich mache mir wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich auf eine Sache noch nicht gekommen bin. Haben Sie was mit Ihrem Bruder? Bitte? Ja, schauen Sie, Monika, haben Sie nie einen anderen Mann kennengelernt? Haben Sie sich nie verliebt? Hatten Sie nie feuchten, erdigen, heißen Sex? Ja, wie denn? Wie denn, wenn immer dieses dicke, fette Monstrum um einen herum ist? Ach, du Schwarz mit dem Obelix. Mir reicht's, ich kann nicht mehr. Mein ganzes Leben lang habe ich dir geopfert. All die langen Jahre habe ich versucht, ja, dir beizubringen, dass deine Comicwelt nicht Realität ist. Aber Herr Kaiser, es bringt nichts, es nutzt nichts, es hat einfach keinen Sinn. Ich kann machen, was ich will. Am besten mache ich einfach Schluss, und zwar jetzt, hier und heute. Monika, pass auf, wo Sie hinziehen. Ja, ich bin ganz selten. Nehmen Sie den da. Nein. Ich habe jemand gerettet, Batman hat jemand gerettet. Und ich schaffe den Kasten. Patty, wir werden reich. Oh je. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Das ist gerade noch mal gut gegangen, liebe Talkfreunde. Ja, was? Ja, was ist denn? Wo bin ich denn? Ja, was habe ich denn für komische Sachen an? Ja, Monika. Eine Frage, die die Welt aus den Angeln hebt. Was hat Batman für komische Sachen an? Ja, wo ist er denn? Wer ist er denn? Wir werden es erleben. Bist du jung und schön? Möchtest du ein Supermodel werden? Oder Schauspielerin? Ins Bett für die Karriere. Demnächst im Büro unseres Produktionsleiters. Bewirb dich jetzt unter 0221 956 4780. Hitchcock, ja? Die wissen, ja, dieser Regisseur. Der Dicke. Genau. Ja. Nee, Jürgen, so geht es wirklich nicht, ne? Na, Entschuldigung, ich sehe, eine letzte war zu hart. Quatsch. Der war klasse. Leider nicht von mir. Kaiser, dann hättest du ihn schon nach dem ersten Witz rausschmeißen müssen. Ach. Nun, ich will ja nicht verallgemeinern, aber hat der Kaiser überhaupt schon mal... Moment mal, Herr Doktor, ja? Ich mache in einer Sendung mehr Witze als Sie in einem ganzen Satz, damit das mal klar ist. Jetzt fordere ich die Höchststrafe für diesen Mann. Kaiser, der Mann ist unser Gast. Ja, das können Sie nicht machen, Herr Kaiser. Der wollte sich in meiner Sendung profilieren. Gut, aber... Und dafür ist sie nicht da. Ja, schön. Ich fordere die Höchststrafe. Ihr wisst, was das heißt. Mutter!
Ja, hier. Mensch, Mutter, du kommst ja wie gerufen. Ja, ihr habt mich doch. Aber hallo, sagt die Mutter zur Schraube. Mutter, erzähl dem netten Herrn doch mal den Witz, den ich zur Weihnachtsfeier in der dritten Klasse erzählt habe. Ja, da warst du ja auch ganz gut. Also fliegt eine Birne an einem Apfel vorbei. Sagt der Apfel, guck mal, die Birne Maya. Kenn ich. Kaiser kann ja manchmal eine ganz schön brutale Type sein. Ja, aber solange ich das Blut nicht wegräumen muss, ist es mir egal. Dr. Walter. Das ist doch wahr. Oh, oh.